so, dass wir am 12. Januar in einem unserer im Haus vorhandenen PCR-Testgeräte erstmals eine Auffälligkeit gesehen haben. Ein sogenanntes Fehlen des S-Gens, das ist beschrieben, das ist international bekannt und kann hinweisen auf eine der in der Öffentlichkeit viel diskutierten Varianten, britische Variante, südafrikanische Variante, brasilianische Variante. Insofern kann ich Sie beruhigen, wir haben mittlerweile Zwischenergebnisse bekommen aus Berlin und haben interessanterweise feststellen können, dass wir es nicht, glücklicherweise nicht mit der britischen, aber auch nicht mit der südafrikanischen oder der brasilianischen Variante zu tun haben. Zusätzlich können wir im Moment überhaupt nicht einordnen, ob es auch eine klinische Relevanz hat. Wir haben im Moment eine kleine Punktmutation, die weltweit, aber auch in Deutschland schon mehrfach beschrieben wurde, entdeckt und es ist absolut nicht klar, ob daraus eine klinische Relevanz ist, ob daraus eine klinische Relevanz entsteht und sich dieser Klon weiter ausbreiten kann oder ob das nächste Woche Geschichte ist. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht abzusehen. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.